Also das ist hier der Pink Monday, der leider ins Wasser gefallen ist. Das ist der Piss Monday. Hier auf dem Heidelberger Marktplatz ist heute Abend die Pink Night und wir stehen hier vorm Rosa Ritter und gehen da jetzt mal rein und schauen, was der Rosa Ritter so heute Abend vorhat. Also noch ist nicht viel los hier, aber wann geht's los mit der Pink Night? Ab 8 Uhr geht's bei uns los, aber langsamer losbeginnen. Die meisten werden wahrscheinlich erst 8:30 kommen. Und Pink Night, was wird das? Das ist eigentlich die Aftershow-Party zum Pink Monday. Wir spenden aber 50% aller Einnahmen ebenfalls für die AIDS-Hilfe Heidelberg. Und muss jeder als Ritter verkleidet sein? Nein, aber ein schönes pinkes Accessoire wäre natürlich wünschenswert. Wie passt das zusammen, Schwule und Ritter? Naja, wir sind ja offen für alles und wir unterstützen jeden guten Zweck und wir spenden ja an die AIDS-Hilfe Heidelberg und das passt einfach zusammen. Wir haben auch unsere D-Chain, wir sind komplett in dem Thema Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Also wir haben auch ein paar Drag Queens, die heute Abend auftreten werden und ja, wir müssen ja nicht veralteten Beruf haben. Nein, nein. Gab es aber schwule Ritterorden? Orden? Da kenne ich mich leider nicht aus. Okay. Also wir sind gespannt, was das wird heute Abend. Vielen Dank. Bitte. So, also das ist hier der Pink Monday, der leider ins Wasser gefallen ist. Das ist der Piss Monday. Es regnet wie aus Strömen. Das Einzige, was an Pink da ist, ist dieser schön gemalte Regenbogen. Ansonsten ist die Lichtanlage am Rathaus ausgefallen. Die kann nicht pink angeleuchtet werden. Die Drag Queen ist krank und der Bürgermeister Eriksson, der das Ganze organisiert und den Schirm hält an diesem regnerischen Tag, der ist auch krank. Also ein richtiger Reinfall, ja, schade. Aber die Band im Hintergrund spielt ohne Unterlass TNT von AC/DC und macht Stimmung da vorne. Da gehen wir jetzt hingucken, uns das nochmal an und lassen uns begeistern.